Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Song of Horror. Ja, wir sind hier in Zuhause von Isaac Färber, haben uns in der letzten Folge schon ein bisschen umgeguckt, waren in vielen, vielen, vielen Räumen, nur ein Raum bleibt noch offen, nämlich wenn wir an den PCs vorbeigehen, bis nach hinten, da ist noch eine Tür, die bisher ungeöffnet blieb. Nur da hört man ein paar komische Geräusche, deswegen habe ich mir gedacht, gehen wir noch nicht rein. Vielleicht gehen wir mal rein, wir gucken uns erstmal ein bisschen um, vor allem im Inventar, das geht nämlich schon über. Wir haben hier Tiernahrung, wir haben eine schwarze Glühbirne, einen verschlimmeren Schaumschüssel, Wasserstoffperoxid, eine kreisrunde Scheibe, eine zylinderförmige Rätselbox und eine Spukflasche. Diese Rätselbox. Da ist etwas drin. Aber wie soll man das Ding bewegen? Es sind nämlich genau diese zwei Dinger. Kreisrunde Scheibe. Was sollen wir denn mit dem anfangen? Da müssen wir irgendwas einfüllen. Okay, die Tiernahrung. Verstehe gar nicht, wo wir die brauchen. Die schwarze Glühbirne werden wir vermutlich irgendwo einsetzen müssen. Den Schraubenschlüssel werden wir auch noch irgendwann brauchen. Und das Wasserstoffperoxid vermutlich irgendwie mal zum Drüberschütten. Aber wie man dieses Rätsel hier lösen soll? Und was ist da? Kreisrunde Scheibe? War doch so ein komisches Zeichen da oben. Die hellen Farben stören. Ach, guck mal. Sehen die fast gleich aus, oder? Eine schon. Ich probiere mal was. Na, guck mal einer an hier, Freunde. Cool. Na geil, das feiere ich jetzt. Das feiere ich jetzt. Hallihallo. Und ich war schon am Verzweifeln jetzt gerade, wenn man gedacht hat, wo soll man denn jetzt hin? Ich weiß nicht mehr, was wir tun sollen. Aha, und jetzt? Und jetzt? Vermutlich irgendwie die Linie, oder? Überprüfen? Aha, mit dem geht gar nichts. Wo fangen wir denn an? Ist das hier der Anfang? Okay, den können wir auch bewegen. Geht es in beide Richtungen? Tatsächlich. Ist nur die Frage, wo ist denn das Ende da hinten? Aha. Ah, nur sieht man so nichts. So. Ist aber auch blöd. Ja, das ist ja gar nicht mal so leicht. So. Einmal. Hallo? Einmal. So. Nein. Dann schieben wir das zurück. Oh, scheiße. Das war ja keine gute Idee. Passt das jetzt? Hängt das wieder zusammen? Ich hoffe mal. Och, du Scheiße, das dreht sich auch noch. Ja. Was ist denn hier los? Natürlich, da dreht erstmal alles. Na klar. Was? Soll das ein Muster geben oder soll diese Linie da irgendwo lang führen? Guck mal, jetzt führt die Linie da irgendwo lang. Na, Alter, ich glaube, ich spinne. Soll das ein Muster geben zum Schluss? Passt doch. Ja, passt doch. So viel dazu. Huch. Hä, wo ist das Ding jetzt hin? Ach, da oben. Gelöste Rätselbox, passt doch. Was? Das hat tatsächlich gepasst. Was? Cool, hat tatsächlich gepasst. Hat tatsächlich gepasst, hat tatsächlich nicht gepasst. Habe ich mir ja fast gedacht. Haben wir ja schon gedacht, jetzt haben wir es gelöst, aber irgendwie passiert nichts. Ah, schau mal an, da können wir doch noch drehen. Okay. So, da geht's los.
Heieieiei. Also leicht ist nicht. Probier mal was. Na. Auch nicht. Ach so, da ganz unten. Hei, 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 hei. Jetzt ist richtig. Ach, leck mich. Jetzt sieht sich das da hinten noch. Nein, 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 nein. Und das kann man ja gar nicht drehen, oder? Oh. Oh. Nein! Und ich dachte, juhu, jetzt haben wir's. Na, guck mal, das passt ja sogar. Haut's jetzt hin. Na hallo. Hm, was haben wir denn da Schönes? Huch. Aha. Das gruselige Ding da oben. Ein Schlüsselanhänger mit zwei Schlüsseln und einer sonderbaren Verzierung. Verdammt, dieser Schlüsselanhänger ist wirklich vielleicht unheimlich. Erika Färbers Schlüssel. Na, guck mal einer an. Das wird nicht funktionieren, das sehe ich anders. Erika Färber Schlüssel. Vielleicht kommen wir ja jetzt doch dann da oben rein. Aha. Okay. Das heißt, wie geht's denn hier wieder raus? Einmal da lang. Wenn wir da richtig sind. Genau, einmal da lang. Dann da nach unten. Was hat denn schon wieder so Herzklopfen jetzt? Ist ja alles gut. Noch. So. Dann darüber. Und raus in den Regen. Und dann brauchen wir Block Nummer 4. Und dort sollten wir dann zu Erika finden. Und wir kontrollieren dort natürlich auch jede andere Tür. Ist ja ganz logisch. Erstmal horchen. Ne, scheint gut zu sein. Dieses Ding kommt mir irgendwie bekannt vor. Was dann dem Schlüssel hängt. Ich weiß denn leider nicht, wo hier. So, was haben wir da? Schönes, die üblichen Hinweise, Müllabfüllpläne und dergleichen. Hier holt eh keiner mehr den Müll ab. Müllsäcke, leere Gasflaschen. Warum liegt hier so viel Müll herum? Das frage ich mich schon länger, aber hier lebt wahrscheinlich einfach keiner mehr. Oder sind alle schon tot? Nichts anderes als Zigarettenkippen, die niemand aufräumen wollte. So. Na gut, aber ich schätze mal, da brauchen wir gar nichts probieren, weil wir haben ja nur den Schlüssel direkt von ihr. Wir können mal probieren, ob irgendwas aufgeht. Aber... wir haben ja gar keinen Schlüssel, der da passen könnte. Also von dem her... ist ja das eigentlich wurscht. Wo wohnt sie? Was habe ich da aufgeschrieben? 3C. Okay. Was haben wir da noch? Was für ein Müllberg.
Müllberg vor allem. So, was haben wir? Hua! Nein, 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 bleib oben. Bleib oben hier. Hm, an diesem Fenster fehlt eine Verriegelung. Ja. Einsprühen können wir es nicht, weil wir haben ja nichts mit Wasserstoffperoxid. Was soll wir denn da? Mit der Zange? Ach, schau mal an. Ach, rauskommen würden wir da. Das kann er aber ohne Zange auch, oder? Hat er einfach nur das Fenster aufgemacht. Dafür hat er jetzt eine Zange gebraucht? I hope the door can be opened from here. Ja, das hoffe ich auch. Okay, das ist keine Leiche da unten. Bin ich sehr froh darüber. Ausweis, na guck mal an. Walter Sullivan, Sicherheitsdienst, Agent Nummer 09534. Passt. Mhm. So, was haben wir hier Schönes? Gut. Quadratische Taschenlampe, eine altmodische Taschenlampe mit Befestigungsclip. Klasse. Keine Glühbirne. Wir haben ja eine Glühbirne. Lustigerweise. Ah, oh, na schau mal, eine altmodische Taschenlampe mit einem Schwarzlichtglühbirne. Sie gibt ultraviolettes Licht ab. Ich hoffe, dass Batterien drin sind. Weiß ich nicht, aber wir benutzen es. Okay, wir können es nicht benutzen. Vielleicht benutzen wir es noch nicht. Ich frage mich ja, wozu wir die Tiernahrung brauchen. Jede Menge Werkzeug, aber ich brauche keins davon. Okay, sonst ist da auch nichts. Kommen wir da jetzt wieder raus? Ah ja, tatsächlich sehr gut. Okay. Schuppen. Na gut, dass wir das jetzt auch geklärt haben. Das heißt, wir gehen wieder rein. Block Nummer 4. Ach ja, stimmt. Guck mal, das Fenster da oben habe ich gar nicht gesehen, dass das offen ist. Das sehe ich ja jetzt erst. Wäre mir das doch früher aufgefallen. Na gut, wir wären ja früher eh nicht reingekommen. Wir haben ja den Schlüssel gebraucht. So. Na gut, haben wir zumindest die Taschenlampe gefunden. Wozu auch immer wir die wieder brauchen könnten. Können wir das wieder mitnehmen eigentlich, das Werkzeug? I? Na nix I. Ich will nicht, dass er da wieder reinsteigt. Ich will nur, dass er das Werkzeug mitnimmt. Nein! Oh, okay. Kann man abbrechen. Wollte nicht, dass er da wieder runterspaziert. Vor allem jetzt nicht, wenn wir unten eh reinkommen. So, grüß Gott. Ich probiere mal nur kurz die Türen, ob die eh stabil sind. Sehr gut, sehr gut. Alle haben abgeschlossen. Mhm. Das ist ein Versicherungsfall, deswegen kontrollieren wir das. So, da schauen wir auch noch. Und wenn wer rausguckt durch den Türspion, dann blenden wir ihn einfach mit unserer Taschenlampe. Dass keiner uns entdeckt. Und dann gehen wir ganz langsam nach oben. So, was ist hier? Ich kann den Geräteschuppen und die Mülltonnen sehen. Na, das freut mich. Ein wunderbarer Ausblick. Braucht man ja gar nicht mehr in Urlaub fahren, bei dem Ausblick hier. So, 3C, das ist die Tür. Wir probieren trotzdem beim Nachbarn natürlich auch. So. Die Tür in ein Schloss. Ah, Wahnsinn. Was ist das nicht alles hier für hochmoderne Türen sind. So, und die hat ja auch ein Schloss, aber da würden wir sogar reinkommen. So, Erika Färbers Schlüssel benutzen. Deswegen kann man vermutlich auch in jede Tür nicht rein, aber man kann probieren reinzugehen, weil man unten sehen sollte, also unten lesen sollte, wo ihre Tür ist, damit man nicht an jeder probieren muss. Aha. Hello? Is anyone there? Mhm. Wird sicher aber da sein, nachdem du ihren einzigen Schlüssel hast. Der irgendwo draußen rumliegt. Und da liegt auch eine Gitarre. Wie viele hat die denn? The house seems empty. I hope nobody minds whether I take a peek inside. Nö, das passt schon. So, Mischanleitung, bitte was? Eine Anleitung, wie man mehrere Chemikalien vermischen kann. Warum hatte das dann da liegen? Erika, bitte komm zu mir, wenn du das hier liest. Ich konnte das Luminol nicht finden.
Ich glaube, es ist in deinem kleinen Schrank, aber du musst den Schlüssel in deiner Hosentasche gelassen haben, wie üblich. Wenn du ihn findest, nimm das Wasserstoffperoxid und, wenn ich nicht hier bin, komm nach Hause und mische alles wie folgt. 200 ml Stabilisator unabhängig von der endgültigen Menge. 1 ml Dimethylsulfoxid und 2 ml Wasserstoffperoxid pro Milligramm Luminol. Oh Gott, oh Gott. 50 ml destilliertes Wasser als Basis und weitere 50 ml, wenn die Gesamtmischung mehr als einen halben Liter beträgt. Wenn du alles fertig hast, mische das Luminol bei. Oh Gott, oh Gott. Wasserstoffperoxid, Dimethyl, Stabilisator. Wenn du Probleme haben solltest, denk daran, dass die Flaschen A und B identisch sind und auch ihre Hähne. Müssen wir das wirklich tun? Oh Gott, oh Gott. Da habe ich ja Angst, dass wir da schon wieder was verkacken. Eieieiei. So, Erika Färbers Wohnung. Wir gucken natürlich überall erstmal. Coole Musik rennt hier. Coole Jacken. Ich hätte gern so eine gehabt. Nur nimm eine mit. Bist du gerade eingebrochen? Okay. Sollt funktionieren. Tut's auch. Aha. Wieder eine Riesenbude hier. Mehrere Fotoalben. Ich würde wahrscheinlich einen Anflug von Nostalgie bekommen, wenn ich sie durchsehen werde. Auch hier. Freie Fahrt voraus. Ab ins Bad. Ich kann diesen Schrank nicht öffnen. Der hat ein Schloss. Haben wir den Schlüssel noch? Ich schätze mal nicht, oder? Nee. Na gut, wie sollten denn auch passen? Wenn man bedenkt, wie ich hier reingekommen bin, kann ich nicht anders, als mich wie ein Einbrecher zu fühlen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir haben ja irgendwann irgendein Dokument mal gefunden über Schlüssel. Wo war das denn? War das das da? Nee. Was war das denn für ein Dokument? Bericht. Ach hier, Anleitung zu den Schlüsseln. Die Kopien, aber das ist alles irgendwie für unten, für die Lagerräume und fürs Geschäft. Nix hier fürs Bad. Na, würde mich auch wundern, wenn das da drauf steht. Ich muss übrigens sagen, eine sehr beruhigende Musik ist das hier gerade. Auch wenn ich glaube, dass sich das alles schlagartig ändern wird, irgendwann mal. Das Rosenlabyrinth, ein Sci-Fi-Film, der vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde. Ich hätte ihn gesehen, wenn ich nicht betrunken gewesen und irgendwo ohnmächtig geworden wäre. Ach ja, die alten Zeiten. Anzeigen von Veranstaltungen und Ausstellungen auf der ganzen Welt. Dieses Mädchen hat beträchtliche Reisen unternommen. Das wäre interessant, wenn wir mit ihr hier wären. Ach, so schade, dass ich das nicht geschafft habe. Ich hoffe, wir kommen mit ihm durch. Wir sind jetzt mittlerweile echt schon weit. Ach, guck mal, da sind die Schlüssel alle. Großer Gott, wie viele Schlüssel sind das denn? Nun, ich brauche sicherlich ein paar von diesen. Alter Faller. Nehmen wir alle mit. Vernichten? Ich will gar nichts vernichten. Pff. Warte mal, können wir das Dokument hier auch benutzen? Können wir, sehr gut. So. Ich hebe sie nur für den Fall der Fälle auf. Die in der rechten Spalte. Aha. Die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden und die Schlösser. Die quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören zu den Geräten und Apparaten im Laden. Die rundigen und dreieckigen für die alten Vitrinen. Ist für den Safe. Der kleine goldene. Es sind mehrere kleine goldene. Der da und der da. Ach, der da wahrscheinlich. Können wir nur einen auswählen? Ne, wir können mehrere dranhängen. Können wir nicht alle mitnehmen? Okay, ich nehme jetzt mal den kleinen... Oh, wollte ich gar nicht. Den kleinen goldenen mit. Einfach nur mit, damit wir mal haben. Sicherheitstür und das ganze Zeug brauchen wir ja gar nicht mehr. Für den Motorrad, der grüne Kunststoffschlüssel. Also der da vermutlich.
Den nehmen wir auch mit. Warum auch nicht? Der rote Kunststoffschlüssel für den Safe, der ist auch interessant. Ach, drei Schlüssel dürfen wir nur mitnehmen. Na, interessant, okay. Die anderen drei sind für die Lagerräume und Lagerhäuser, wo wir die ganzen Antiquitäten aufbewahren. Aha, sind dann also die drei, die übrig bleiben. Toll. Die in der rechten Spalte sind alte Schlüssel. Okay, da können wir nichts nicht vernichten. In der rechten Spalte nur die hier oder generell alle, die da drüben? Ne, ich glaube nur die hier. So, warte mal, ich zeichne mir das kurz mal auf. Drei Schlüssel können wir mitnehmen. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Dem, 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 dem. Okay. Rechte Spalte weg, 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 weg. Dann. Die farbigen Metallschlüssel sind für die Sicherheitstür zum Laden und die Schlösser. Die farbigen Metallschlüssel. Eine Farbe haben die alle. Die farbigen Metallschlüssel? Hä? Die haben doch alle eine Farbe. Ob der jetzt Gold oder Schwarz oder sonst irgendwas oder Silber. Farbe ist alles. Finde ich ja doof, die Aussage. Die quadratischen goldenen Schlüssel und die schwarzen Kunststoffschlüssel gehören alle zu den Geräten und Apparaten im Laden. Die quadratischen goldenen Schlüssel. Das heißt, der... Der sechste in der ersten Reihe. Oder? Die sind ja nicht wirklich quadratisch, die sind ja rechteckig. Quadratisch wäre der unten. Vierte Reihe, siebter Schlüssel. Aber da steht ja die quadratischen. Und die schwarzen Kunststoffschlüssel. Nee, ich streich jetzt mal alle goldenen weg. Der da und der da. Und die schwarzen Kunststoffschlüssel. Das heißt, der da und der da. Die runden und dreieckigen silbernen Schlüssel sind die Kopien, die du für die alten Vitrinen angefertigt hast. Runden und dreieckigen silbernen Schlüssel. Silber, Silber, Silber. Silber, 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 der ist quadratisch. Der runde grüne Kunststoffschlüssel ist für ein Motorrad und der rote für den Safe. Oh, jetzt habe ich den falschen weg. Das ist der und der. Der kleine goldene Schlüssel ist für die Sachen von der Mutter. Die anderen drei sind für die Lagerräume. So, und die erste Zeile haben wir ausgelassen. Ne, die zweite, die farbigen Metallschlüssel. Das, den tun wir mal weg. Den tun wir mal weg. Den und den tun wir mal weg. Dann nehmen wir den dritten da oben mit. Der kommt weg. Der kommt weg. Der kommt weg. Weiß nicht, die drei? No way. Ah! Weißt du, Master, schaue ich jetzt nach. Oder? Schaue ich das jetzt nach? Boah, das ist aber nicht leicht. Hallihallo.
Da schaue ich jetzt nach. Nee, komm. Bevor wir da jetzt eine halbe Ewigkeit rumtun, dann weiß ich wenigstens, wie weit ich richtig bin. Inwiefern. Ah, ja, 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 ja. Okay, wie suchen wir das denn da? Song of Horror. Schlüssel. Na, guck mal. Episode 2. Da sind die Schlüssel. Der kleine silberne Schlüssel. Aha, der hat den ja eh weggenommen. Okay, also der da oben, das hat er schon mal gepasst. Der da, den habe ich noch weggestrichen. Warum auch immer. Und der da. Dann hat es gepasst, bis auf den einen. Was? Was? Oh, ja, ich bin ja doof. Ja, das war der da und der da. Und der da. Ja, ich will gar nicht wissen, wie man das hätte rausfinden können. Wahrscheinlich wäre es eh logisch gewesen, wenn man das ein paar Mal gemacht hätte. Huch, drei Schlüssel, die in Erika Färbers Wohnung gefunden wurden. Sie öffnen die Lagerräume des Geschäfts. Mhm. Keiner von ihnen sieht gleich aus und doch sollte man meinen, dass sie alle die gleiche Funktion haben. Und was haben wir da noch? Ein Piece of Paper? Och du Scheiße, Notizen von Isaac Färber. Ein Blatt voll mit wirrem Gekritzel. Ein Geist? Monster? Dämon? Mein eigener Wahnsinn? Sie muss hier weg. In meinem Haus, in den Wänden, im gesamten Gebäude, wohin ich auch gehe. Die Fotos. Sie können nicht echt sein. Bin das ich? Wo ist Simon? Ich kann nicht mehr hinein. Da ist etwas im Keller. Zeig sie Erika, wenn sie zurückkommt. Geh nicht nach unten. Okay, wir werden auf jeden Fall nach unten gehen. Poster und handschriftliche Notizen. Es sind Beschreibungen von Orten, die Erika, die Besitzerin dieser Wohnung, besucht hat. Ich frage mich, ob sie gewusst hätte, welche Schlüssel sie mitnehmen soll. Immerhin sind das ja ihre. Und ich habe mich schon gewundert, warum das so genau beschrieben wird. Daniel, willst du wirklich die schmutzigen Klamotten einer jungen Frau durchstöbern? Ich bin sicher, der Richter wird dir glauben. Ja, da haben wir ja den Walter, der das schon tut. Nur Regen, sonst nix. Na gut, Freunde, Isle of Prag steht da. Eine Riesenwohnung. Einen Teil haben wir schon angeschaut, ein anderer Teil fehlt uns noch. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auch wieder in der nächsten Folge dann hier von Let's Play Song of Horror. Na, ich bin gespannt, was wir da noch alles rausfinden werden. Ich bin echt, echt, echt gespannt. Bis zur nächsten Folge. Danke dir fürs Zusehen und tschüss.